Ich werde wegen einem 19-Euro-Artikel auf eBay Kleinanzeigen verklagt und nein, das ist jetzt kein Clickbait, sondern das hat sich genauso zugetragen und diese Story will ich euch heute weitergeben. Wir werden mehr Videos jetzt wieder machen, aber ich will sie einfach weitergeben, damit ihr einfach auch mal merkt, was da für Leute draußen rumrennen. Also manchmal denke ich mir, Bruder, hast du nichts anderes zu tun, aber ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich habe das Ganze im Rahmen unserer Spendenaktion, wo wir auf YouTube ein Video gemacht haben, könnt ihr euch anschauen, wo ich einen Lagerraum von mir alles abverkauft habe, das Geld dann weitergegeben habe an Obdachlose. Könnt ihr euch das Video anschauen, wenn ihr das wollt, lieben gerne. Genau in diesem Rahmen habe ich auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Eigentlich verkaufe ich dort nicht, aus verschiedenen Gründen, weil es halt mit den Rechtstext und so weiter sehr, sehr schwierig ist. Aber in diesem Rahmen habe ich mir gedacht, okay, ich verkaufe da ein paar Artikel und das habe ich dann auch gemacht. Wir haben unter anderem hier diesen Artikel, der ist ja zerbeult, könnt ihr sehen, angeboten für 19 Euro. Jemand hat diesen Artikel für 19 Euro gekauft, wir haben den dann versendet, haben das Paket zurückbekommen, weil das Paket aufgerissen bzw. eingedrückt war. Die haben das nicht ausgeliefert, haben gesagt, okay, da ist eine Beschädigung, ich soll einen Fall aufmachen. So weit, so gut. Was habe ich denn gemacht? Ich habe denjenigen direkt angeschrieben, hey, ich erstatte dir deine 19 Euro, wir haben hier ein Damage, ich kann dir das Ding so nicht geben. Es tut mir leid, ist kaputt, ihr seht es hier überall eingedrückt. Also, ja, ist halt wie es ist. Ich habe das Geld natürlich auf diese Kunde erstattet, also er hat dann die 19 Euro zurückbekommen und dann war es eine Woche ruhig. Ich dachte mir, okay, es passt für denjenigen, ja, was soll ich machen? Ich kann ihm das defekte Ding schicken, ist ja auch nicht zufrieden. Jetzt habe ich ihm einfach das Geld zurücküberwiesen, plus Versand, alles, also jeden Cent auf diese Kunde zurückgekriegt. In der Woche war es ruhig und auf einmal kamen ein paar Nachrichten. Ich blende euch auch die Nachrichtenverläufe dann auch hier ein. Er hat mir dann geschrieben, hey, ich will meinen Artikel, ich will das Geld nicht, du musst mir diesen Artikel ersetzen, ich fordere es sonst rechtlich ein. Ich habe geschrieben, Bruder, der Artikel ist defekt, ich kann dir ein Foto senden, der ist einfach am Arsch. Er hat dann geschrieben, nein, das ist Betrug, das passt so überhaupt nicht, du musst mir diesen Artikel liefern. Ich habe dann geschrieben, soweit so gut, du kannst diese 19 Euro behalten, wenn du willst. Ich organisiere dir auf eBay, ich kaufe einfach einen auf eBay, der kostet halt wirklich so zwischen 15 und 20 Euro. Ich kaufe dir einen, schick dir den auch noch zu. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen defekten Artikel zurückbekommen, habe ihm sofort sein Geld erstattet und biete ihm noch an, dass er sich die 19 Euro behalten kann und plus Versand. Und ich organisiere noch einen weiteren Artikel, den ich ihm kostenlos, ich wiederhole, kostenlos zusende. Und Freunde, ihr glaubt nicht, was da zurückgekommen ist. Nein, das ist mir jetzt alles egal. Ich werde eine Anzeige wegen Betrug stellen. Dann habe ich dann gefragt, hey Bruder, was ist denn los? Du hast dein Geld und kriegst einen 20 Euro Artikel noch geschenkt? Nein, das will ich jetzt nicht mehr. Das ist alles Betrug. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich gehe zur Polizei am Montag und zeige dich an. Ich denke mir so, Digga, bin ich im falschen Film? Träume ich gerade noch? Bin ich besoffen oder irgendwie high? Keine Ahnung. Und das hat sich, ich habe die Chatverläufe, die seht ihr, ja, das hat sich halt wirklich so zugetragen. Ich habe ihm dann geschrieben, hey Bruder, was soll ich denn mehr machen? Ich biete dir gerade an, dass ich dir noch einen Artikel kostenlos, genau den gleichen, kaufe ich halt bei eBay und schicke ihm direkt zu vom Händler. Das ist überhaupt gar kein Problem und du hast dein Geld auch noch. Also du kriegst einen 20-Euro-Artikel absolut zum Nulltarif. Und der hat geschrieben, nein, du wirst es sehen, ich zeige dich an, Betrug, alles. Ich denke mir so, wie so um Himmels Willen? Was ist denn jetzt deine Intention? Was willst du denn damit erreichen? Du kriegst alles, was du haben willst, willst es dann nicht mehr und willst eine Anzeige machen? Wie sieht denn das dann bei der Polizei aus? Du gehst dann dorthin, sagst, hey, ich habe auf eBay Kleinanzeigen gekauft, habe mein Geld zurückbekommen und der Händler bietet mir einen Ersatzartikel kostenlos an, also ich kriege 20 Euro geschenkt, das sagt denn dann der Polizist? Ja, und jetzt, was willst du da jetzt machen? Oder stell dich mal so einen Anwalt vor. Du gehst zum Anwalt, sagst, hey, ich habe auf eBay Kleinanzeigen einen Artikel gekauft, der Händler hat mir den geschickt, der war defekt, kam zurück, ich habe mein Geld bekommen, der will mir einen Ersatzartikel anbieten. Und dann, was sagt dann der Anwalt? Und wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Also ich krieg's in meinem Kopf wirklich noch nicht hin, was da manchmal auf eBay Kleinanzeigen für Leute rumrennen. Ich denke mir, solche Leute haben einfach wirklich keine Hobbys, wahrscheinlich, das ist nur eine Mutmaßung, oder ihnen ist so richtig langweilig, oder sie wollen ihren Frust irgendwo ablassen, Freunde. Und da ist jetzt vielleicht ein kleiner Tipp für euch. Also sowas kann man ja definitiv nicht ernst nehmen. Sowas kann man absolut nicht ernst nehmen. Wie gesagt, da braucht ihr euch, wenn ihr so einen Fall habt, überhaupt keine Gedanken machen. Ihr werdet null Probleme kriegen. Ihr könnt nicht mehr machen wie einen Ersatzartikel anbieten und das Geld zurückerstatten. Also für normal bietest du ja einen Ersatzartikel an und schickst diesen dann zu.
aber ich habe sogar das Geld erstattet und würde ihm kostenlosen Ersatzartikel anbieten, was ich an eurer Stelle auch nicht machen würde, aber ich wollte halt einfach, weil es mir egal war, sagen, hey Bruder, wenn du einen Artikel unbedingt willst, schicke ich dir und das Geld kannst du auch behalten, so auf die Art. Ich wollte einfach wirklich das Ganze ganz entspannt machen, sodass er richtig zufrieden ist, aber was dann rausgekommen ist, das ist ja wirklich, das kriege ich nicht zusammen. Also ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, schreibt es mir bitte in die Kommentare und ja, mir fehlen halt die Worte. Ich verstehe nicht, was solche Leute hier vorhaben, beziehungsweise hier machen wollen, beziehungsweise erreichen wollen, weil erreichen kann man da nichts rein rechtlich. Das ist ja unmöglich. Da sagt jeder Richter, Polizist, Anwalt, Bruder, such dir ein Hobby und was willst du denn von dem noch? Er gibt dir alles und schenkt dir 20 Euro. Oder denen ist einfach wirklich sehr, sehr langweilig. Das kann natürlich auch der Fall sein, aber das hat mich den ganzen Tag amüsiert eigentlich, weil ich mir dachte, Bruder, und der hat mich dann die ganze Zeit zugespammt per Mail. Ich war schon bei der Polizei, das geht jetzt vor Gericht. Und ich denke mir so, Bruder, ich habe ihm dann noch geschrieben, such dir bitte ein Hobby. Und dann habe ich die E-Mail-Adresse blockiert. Also ich bin gespannt, ob da irgendwas kommt. Sollte das kommen, dann gibt es noch ein Video natürlich. Aber der Tipp hier in dem Video, Freunde, lasst euch von solchen Leuten, die wirklich einfach nichts zu tun haben, wie es ausschaut, nicht den Tag verderben. Es kann euch nichts passieren. Ihr habt nichts falsch gemacht, wenn ihr so handelt wie ich. Also ich habe eigentlich wieder 20 Euro verschenkt in Wirklichkeit, wenn ihr euch ehrlich seid, in diesem Angebot Glück sagt. Also es wäre was anderes, wenn ich ihm sein Geld nicht erstatte oder wenn irgendwas anderes natürlich. Aber ich habe ihm alles gegeben und er will trotzdem. Also I don't know, Freunde. Gerne schreibt mir eure eBay-Kleinanzeigen-Stories in die Kommentare, weil das ist absolut absurd und ich krieg's bis heute nicht zusammen. Gerne schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich könnte auch absolut falsch liegen, aber I don't know. In diesem Sinne, Freunde, ich wollte euch das Video einfach teilen, damit ihr einfach seht, hey, ich muss mich auch manchmal mit Leuten rumschlagen, wo ich mir denke, Bruder, es passt halt nicht. Ich weiß nicht, was da oben vorgeht bei dir, aber wie es ausschaut, nicht recht viel, wenn man sich ehrlich ist. Also ich will das nicht frech sein oder so, aber sowas, das musst du dir einfach mal logisch denken. Das ist wie wenn du jetzt zum Mediamarkt gehst, du kaufst dir dort einen Artikel, dieser Artikel kommt bei dir defekt an, du gehst wieder zum Mediamarkt, die erstatten dir das ganze Geld und schenken dir einen neuen Artikel, das werden die niemals im Leben machen und dann willst du dich verklagen. Stell dir das einfach mal so kurz im Kopf vor, das kriegt man nicht zusammen, wenn man normal denkt, aber wie es auch schon gibt es ein paar Leute da draußen auf eBay Kleinanzeigen, die denken, sie haben mit dem Kauf jetzt dein Leben gekauft. In diesem Sinne, Freunde, lasst euch nicht ärgern, aber ich muss das einfach hier weitergeben, weil es einfach so absurd ist, dass es schon wieder lustig ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe. Es kommen jetzt weitere Videos sehr, sehr oft auf dem Kanal. Ich habe noch ein paar coole Dinge, zum Beispiel GmbH-Gründung 2024 für 10.000 Euro statt in Deutschland 25 oder 35 in Österreich. Ich werde euch das alles ein bisschen vortragen. Aber solche Dinge, die ein normal denkender Mensch, meiner Meinung nach, ist nur meine Meinung, kriegt das einfach nicht zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Gerne ein Abo dalassen, like das Video und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas richtig Komisches hattet. Ciao, ciao.